So, hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Dead Space 2. Ich bin ein klein wenig unter Zeitdruck, was das Veröffentlichen der Folgen angeht. Und es ist jetzt nämlich, ich schau mal. Ich wollte gerade auf die Uhr gucken, du Mistkerl. Ein Fiesling. Es ist jetzt nämlich schon kurz vor 6 Uhr abends. Ich habe erst jetzt just eben Zeit gefunden, mich vor den Rechner zu setzen und aufzunehmen. Ich fürchte deswegen, dass die Folge entweder heute sehr, sehr spät rauskommt, oder erst morgen. Oder erst morgen. Heilige Scheiße! Ja, da sprichst du mir aber aus der Seele, du. Und dafür möchte ich mich offiziell entschuldigen. Hey! So. Falls ich tatsächlich erst morgen veröffentliche, wird natürlich übermorgen dann gleich die nächste Folge kommen, sodass daraus nicht ein kompletter Verzug des Tonus erweckt. Erwächst. Himmel, was ist denn los? So. Habe ich einen Schlüssel dafür? Energiestörung. Aha. Ah. Die kennen wir ja noch, die Freunde. Natürlich jetzt. So, dann will ich die jetzt aber erstmal hier looten, diese Jungs. Munitionstechnisch sieht es ja doch gerade ein bisschen eng aus bei uns. Oh, ja, das hat sich doch... tja, was mache ich jetzt denn? Nachladen. Und wenn wir Glück haben, ist jetzt ein Inventarplatz frei geworden. Genau. So. Was ich gerade sagen wollte, munitionstechnisch sieht das hier jetzt nicht so günstig aus. Aber das Inventar ist trotzdem voll. Wie kann das denn sein? Guck ich mal nach. Achso. Ist ja doof. Dann nehme ich mal den hier und werf den weg. Weil... ich hab's nicht so gerne, wenn mir die Munition ausgeht. Irgendwie habe ich da so eine leichte Abneigung gegen. Denn ich lasse mich nicht gerne auf Faustkämpfe. Da war was, ich habe was gesehen. Was geht hier denn ab? Oh. Hi. Sich um mindestens eine Stunde.
Nein, 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 geh auf Tür, geh auf Tür. Verdammt, 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 verdammt. Dafür nagel ich dich, Bursche. Mir war so, als hätte ich noch was gehört. So, da gehe ich jetzt aber nicht mehr hin und hol die Munition. Das ist mir irgendwie zu weit weg. Wo ist denn der Flattermann? Vöglein, Vöglein. Hm, weg. Komisch. Schade. Okay. Dann können wir anscheinend hier durch. Hm. Scheiß Medipack. Gut, also den nachladen. Und dann können wir das Medipack wieder mitnehmen. Alter, ich hoffe ja, dass wir möglichst bald den nächsten Anzug kriegen. Einfach nur, damit das Inventar größer ist. So, jetzt muss ich das Ding hier hacken. Nummer 1. Nummer 2. Rot. Und laut, Nummer 3. Ah. Nein, 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 nein! Verdammt, verdammt, geh weg! Stier! Scheiße. Unpraktisch, echt unpraktisch. Hä? Aua. Hm, hat er doch getroffen, so ein Mist. Alter, wie krass. Und das ist eine Raumstation, wo wir hier durchfahren. Das sieht aus wie eine Stadt. Heftig. So. Ja, ich könnte das Loot jetzt aufsammeln von denen. Will ich aber nicht. Weil hier habe ich irgendwas schön sicheres im Rücken und na verdammt, ich glaube, ich muss da durch. Schauen wir mal. Gut. Alter, was für ein Krach. Warum halten die blöden Mistdinger denn so viel aus? Das ist doch scheiße. Naja, egal. Gemein. Ja, BTF. Ich muss da jetzt nicht... Muss ich jetzt nicht springen, oder? Oh doch, er springt! Ach du Schande, was? Ich drück ja eh. Oh Gott. Oh. Da kommt er. Er war ja hässlich, der Kerl. Und nackt. Ekel. Was? Meine Güte. Hab ich mich verjagt, du.
Boah, sehe ich da nur so eine Schere plötzlich ins Bild reintragen. Was geht hier denn ab? Was? Nicht witzig. Nein, nicht so einer. Dana, ich brauche eine neue Route. Was ist passiert? Ich dachte, wir hätten sie verloren. Ungeplanter Stopp. Wo bin ich? Wie sind Sie denn hingekommen? Warten Sie. Es ist nicht die angenehmste Route, aber sie bringt Sie zum Wohnbezirk Cassini Towers. Verdammt! Kiteman hat Ihr Signal wieder. Gehen Sie weiter. Okay. Sie sind denen sehr wichtig, Isaac. Passen Sie auf sich auf, ich melde mich bald wieder. Witzig. Ja, aber man merkt schon, das ist viel, viel storygetragener als der erste Teil schon. Und das mit dem Überkopf hängt, fand ich jetzt gerade echt cool, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen Schiss, aber schon krass. Schema für das Impulsgewehr, das kennen wir ja auch noch. Das werde ich mir natürlich sofort kaufen. So, hier lag doch gerade noch so viel Munition rum. Ich will die nicht auseinanderbauen. So. Aber man merkt doch, dass wir noch so ein bisschen am Anfang des Spiels sind, weil die... Dieser große, der war ja echt einfach jetzt, dass ich dem einfach mit so ein paar Schuss den Arm abtrennen konnte. Da hätten wir ja im letzten Teil von geträumt am Ende. Als uns dieses Monster noch fast auseinandergenommen hätte. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt haben wir hier gespeichert, das ist, gerade 14 Minuten, sagt mir mein Outer City. Dann wird diese Folge jetzt ein kleines bisschen kürzer, was mir sehr, sehr leid tut. Dafür mache ich jetzt Aufnahme, Pause kurz, starte schon mal das Rendern und damit die Folge heute eben noch hochkommt. So, dann speichere ich nochmal, damit ihr auch hört, was ich gerade gesagt habe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.